Nein! Oh! 1 KP! 1 KP habe ich noch! Oh! Oh! Sorry! For Party Rockin'! Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sibuna in Action. Nein, natürlich nicht, sondern Pokémon Ranger Spule des Lichts. Heute fangen wir uns an Sibuna, weil Sibuna einfach geil ist. Und das hat wirklich prima funktioniert. Aber nur Rang B bekommen. Wahrscheinlich, weil das ein bisschen lausig war. Wow, woher kommst du denn? Nicht schlecht. Du hast mich erschreckt, das muss ich schon sagen. Haha, nein, Sibuna, direkt mal verloren. Also das ist ja peinlich. Und ist mir direkt reingelaufen. Ich habe nicht so ein Blubber-Pokémon oder sowas. Ich habe 4 Auflade-Pokémon. Ziemlich krass. Ich glaube, den Kampf mit Skorko hätte ich mir jetzt sparen können. Weil so einfach zu fangen ist es doch nicht. Aber in Musik klappt alles. Musik ist der Schlüssel zum Sieg. Musik. Na komm, ein Kreis noch. Ja. Ich dachte schon, ich schaffe das nicht. Das wäre ja ziemlich peinlich. Gut. Jetzt können wir uns noch 2 Elektro-Pokémon fangen, wobei ich nicht genau weiß, ob wir es überhaupt nötig haben. Notfalls laufen wir kurz zurück. Sehen wir dann. Nein! Nein! Wie konnte mir das nur passieren? Mein Hippoterus! Egal. Das war so ein gutes Pokémon. Das war so ein gutes Pokémon. Da muss so ein blöder Ball, so ein blöder Fußball muss dann mein Hippoterus kaputt machen. Kack, Fußball da. Ey, ohne Witz. Das ist doch peinlich. Wegen dem Fußball. Egal. Es gibt noch andere fancy Pokémon. Oh, es geht jetzt in den Außenbereich. Oh, schaut mal. Aha. Hier gibt es also auch so eine Steintafel. Habe ich mir doch gedacht. Die bisherigen Steintafeln ließen sich mit Hilfe von Entens Suicune öffnen. Heißt das, hier ist nun also Raikou dran? Ja, ist doch klar, oder? Oh. Ich glaube, mit der Poweraufladung ist es ein bisschen schwer. Ich mache das jetzt so ganz komisch. So. Einfach aufgelöst. Erinnert mich irgendwie immer wieder an Zelda Skyward Sword. Ja. Jetzt bin ich total in Zelda Skyward Sword drin. Ich weiß auch nicht. Warum habe ich die ganze Zeit diese Steinfeldtafel im Kopf? Ich sollte eigentlich vorlesen. Wenn wir hier durchgehen, landen wir wahrscheinlich bei Zapdos. Bist du bereit? Nö, bin ich nicht. Na dann mal los. Ich glaube, am längsten habe ich bei Lavados gebraucht. So vom Aufstieg her. Es sollte nun nicht mehr lange dauern, bis Zapdos erwacht. Oh oh. Lavados und Arktos sind bereits erwacht und ziehen ihre Runden durch den Himmel über Oblivia. Endlich ist es soweit. Ich stehe nur kurz davor, auch noch das letzte der 3 legendären Pokémon zu erwecken. Wenn Lavados, Arktos und Zapdos erst einmal erwacht sind, wird sich ein undurchdringlicher Schleier aus Angst über Oblivia legen. Und nun, genau dieser Zeitpunkt ist nun endlich gekommen. Das Spiel ist aus, Purpurauge. Genau meine Rede. Oho, welch eine Überraschung. Bravo, es ist euch also gelungen, die Gewitterwolken zu umgehen. Ich weiß zwar nicht, was für Pläne du durchhext, ausgeheckt hast,
Aber wir werden dich aufhalten. Wir werden schon sehen, wer hier wann das Handtuch wirft. Puckenepper Elite-Truppen, zermalmt sie. Alles klar, nicht schlechter als das. Ich hoffe, ihr seid auf das Schlimmste gefasst, meine kleinen Ranger-Kids. Es ist gleich soweit. Zapdos ist bereits dabei zu erwachen. Nicht mehr lange und es ist vollbracht. Und wenn die drei Himmelskönige alle erwacht sind, wird es zurückkehren. Tex, los, zeig ihnen deinen besten Fangversuch. Ja, ich mach ja schon. Sonja, du musst mir mal helfen. Oh, diese Elektro-Kacke da. Ja, komm doch her, oder schwirrte da um meinen Kopf rum. Schweinebacken da. Hätte ich jetzt einen Tornupto, da wär's rund gewesen, du. Karabanga! Was habe ich denn noch so Schönes? Oh, jetzt Elektroball, einmal auf Explosion machen. Boom! Danke, Elektroball. Du bist eine coole Sau. Elektroball habe ich übrigens auch mal trainiert. Falls jemand interessiert, wahrscheinlich niemanden, aber trotzdem. Hä? Hatte ich nicht noch einen Skorkro? Ist es flöten gegangen? Eieiei. Schade eigentlich. Oh, erwischt. Ich glaub's ja nicht. So, geh du mal auftanken. Ich warte jetzt noch den richtigen Zeitpunkt ab. So. Wenigstens konnte mein Magneton ein einziges Mal pushen. Oh, wir sind wieder voll. Das trifft sich sehr gut. Überladen 3 kann übrigens Magnetzone. Purpurauge, verzeiht mir, ich habe euch enttäuscht, Meister. Unmöglich. Ihr nutzt die Macht der Rüstungen einfach noch nicht vollständig aus. Ich zeige euch mal, wie man das richtig macht. Luxtra, jetzt seid ihr dran. Luxtra wollte ich damals immer trainieren, hab's aber nie gemacht. Pass auf, Tex. Hey, ich bin doch nicht blind. Wow, die kommen aus dem Himmel. Krasse Scheiße. Und ausgerechnet jetzt habe ich kein Skorko. Und kein Hippopotas oder Hippoterus. Na gut. Die schicken wir mal zur Paralyse. Die leider Gottes nicht lange anhält. Du kannst mal aufladen. Na komm. Ich sollte einfach normal kreisen, es geht schneller. Oh, das zieht sich jetzt so. Endlich. Sobald man eins hat, läuft es eigentlich viel, viel besser. Boah, Luxtra, du gehst mir so auf die Eier. Ja, Pichu, danke, dass du endlich mal vorbeikommst. Nein. So, jetzt geht's aber rund. Endlich. Die ultimative Poweraufladung ist immer wieder schön anzusehen. Jemand mit euren Fähigkeiten habe ich noch nie getroffen. Was dauert denn da so lange? Das sind auch nur 2 Rotzlöffel. Nutzloses Gesacks. Da muss ich eben selbst ran. Jetzt bekommt ihr es mit mir zu tun, den Oberhaupt der Pokenapper. Schon sehr bald wird es zurückkehren. Glaubt mir, es ist besser für euren Tor, meine ich, wenn ihr da nicht mehr hier seid. Also verschwinde, gefälligst Ranger. Niemals. Wow! Metagross! Wie geil!
Ich bin der größte Metagross-Fan ever. Nee, okay, so groß sind wir auch wieder nicht. Aber trotzdem. Und ich habe nur dieses doofe Pokémon zum Paralysieren. Oh, scheiß Kreisel da. Geh du auftanken. Nein! Nein, Raichu, du blöde Sau. Es ist wütend. Woher komm, übertreib's doch. Sorry, ist gerade ein bisschen laggy, ich weiß. Zehner-Serie, immerhin. Ey, sei froh, dass ich kein Feuer-Pokémon habe. Oder Boden-Pokémon. Boah, sorry, dass es so laggt. Ich kann leider nichts dafür. Tut mir echt leid. Ja, wegen deinem Kack-Spukball-Bolzen da. Moment, ich mach's trotzdem mal. So, müsste jetzt ein bisschen besser laufen. Ja, erheblich besser sogar. Schicken wir mal Magneton zum Tanken. Ey, das ist doch nervig. Also ohne Pichu wäre ich echt aufgeschmissen im Spiel. Ja, die Bälle hasse ich. Da muss ich so große Kreise ziehen. Das kann ich teilweise nicht. Oh, Pichu haut wirklich, wirklich, wirklich rein. Jetzt noch ein Donner oder sowas? Fett. Einfach nur fett. Ja, auch immer diese Kackreisel. Jetzt mach hier Donner oder sowas. Paralyse. Ah, nicht getroffen. Ja, Pichu nochmal. Ich hol mir gleich nochmal so ein Paralyse-Dingsbums. Oh, nicht, wenn er solche Bälle hat. Ja, kack da. Ey, wie soll ich hier kämpfen? Ich kann ja keine Kreise ziehen. Ey, das ist doch nervig. Ich muss mal den Umfang meines Kreises vergrößern durch das Individualisieren. Ich habe mal die Stärke auf maximal gebracht. Offscreen. Muss ich sagen. Also mal die Punkte ein bisschen verschwendet. Ey, mit den Spukballkreisen da außen rum als Schutzschild. Das ist sau... doof. Sau unfair. Man kann nicht mal gescheite Kreise ziehen. Wie? Schon geschwächt? Boah! Pichu, ich brauch dich. Hey, wenn's so weitergeht, dann tut mir leid. Ich möchte nicht Game Over gehen, du. Oh, ja, weil überall diese... Ja, natürlich! Immer wenn's weg ist, dann holst du dir mal so eine komische Bälle. Ich habe, hey, du hast keine Chance, die Kreise zu ziehen. Ja, nochmal. 24 KP habe ich noch, ey. Mein, oh, 21, wird ja immer schlimmer. Ich habe Angst, ein Elektro-Pokémon zu rufen. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Vielleicht jetzt. Pichu, wo bist du? Meldest du dich heute noch? Ey, das oben links sinkt ja ständig, wenn man nichts macht, ne? Ey, nach jedem Kack. Ich hatte gerade die Chance und dann kommt Pichu und meldet sich. Aufladen, aufladen, solange es hier pumpt. Nein! Nein! Nicht wieder diese Bälle! Ich kann so keine Kreise ziehen, tut mir leid. Das geht nicht. Oh, sorry für den langen Kampf. Jetzt, wieder meine Chance. Ja, wenn die Bälle nicht im Weg wären. Kack da. Boah, ey, da kann man nicht mal gescheit kämpfen. Ja, komm! Denkst du, ich kann einen Kreis ziehen, der einen Radius von 20.000 Kilometer hat, oder was? Leute, ich glaube, ich spinne. Ich krieg für jeden Kreis Schaden, wenn er so komische Bälle hat.
Der Kampf zieht sich so ohne Partner-Pokémon. Ich glaube, ich spinne 22 noch. Pichu! Guck nicht so blöd zu und komm! Ich bin geschwächt, ich kann jetzt nicht so auf Risiko spielen. Und meine Elektro-Pokémon haut ja immer raus. Alter Schwede! So langsam brauche ich echt Hilfe. Ich kann langsam nichts mehr machen. Leider Gottes. Boah, krass, ey. So langsam muss ich mal wieder was rufen, ne? Nach dem nächsten komischen orangenen Laserstrahl rufe ich was. Oder nach dem hier, noch besser. So, jetzt hau auf den Putz. Ich kann leider nicht anders, Pichu. Oh, nee. Mein Magneton. Nein! Nein! Warum zieht ihr so viel ab, du Schwein? Wenn ich Game Over bin, ey, dann gute Nacht. Weil ich speichere nie ab. Pichu meldet sich nochmal. Ich muss Ampharos rufen, auch wenn es mir um Ampharos ein bisschen leid tut. Oh, das habe ich, glaube ich, jetzt ein bisschen scheiße platziert, oder? Ampharos, pass auf! Ampharos hat so viel Glück mit der Position. Mehr Glück als Verstand. Nein! Das war mein letztes Pokémon. Oh, leck mich! Sorry. Ey, was rufe ich denn jetzt? Metagross, unbeschreiblich stark. Echt krass, muss ich schon sagen. Pichu meldet sich wieder. Komm, komm, den kriegen wir jetzt klein, den kriegen wir jetzt klein, Pichu. Nur Mut und etwas Blut, dann wird alles gut. Nein! Hau nochmal hier so einen schönen Blitz rein. Och, ich kann so nicht spielen, wenn er seinen komischen Schutz hat. Nee, das ist mir zu riskant. Ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Pichu, du musst dich schnell melden. Ja, danke. Pichu, bestes Partner-Pokémon ever. Kann ich getroffen werden, enttäuscht mich einfach nie. Oh, immer, wenn er kein Schutzschild hat, ruft er oder holt er sich schnell wieder ein Schutzschild. Das ist doch, ey, lausig. Ja, das bringt mir nichts, die Paralyse. Aber danke. 16 KP. Ja, natürlich. Metagross, natürlich. Sorry, aber das ist mir zu riskant mit 16 KP und ohne Partner-Pokémon. Ich muss auf Pichu warten oder warten, bis er wieder sein Schutzschild verloren hat. Jetzt. Jetzt hat er die anderen Schutzschilde. Nein! Oh. Oh, und das oben sinkt wieder. Es dauert umso länger. Ich nehme jetzt vor, niemals ohne Partner-Pokémon in den Kampf zu gehen. Das ist wirklich nicht tendenziell, sondern mir fehlt gerade das Wort, das ich sagen möchte. Essentiell wollte ich sagen. Genau, essentiell ist das. Hey, sorry Leute, aber ihr seht es ja selbst. Es ist unbeschreiblich. Wird eine etwas längere Folge. Nach dem Kampf machen wir aber sofort einen klitzekleinen Cut. Und dann hören wir uns das Gequatsche von Purpurauge in der nächsten Folge an. Weil so ist es ja unmöglich. Wieder diese Spezialschutzschilde. Ja, zwei Kreise kann ich da ziehen und das war's dann. Nein! Wenn ich jetzt getroffen... 4 Leute! Ihr macht mich kaputt im Kopf. Ein Fehler und ich bin tot. Ein Fehler. Ich kann jetzt keine Kreise ziehen, tut mir leid. Pichu, mach bitte das Beste aus diesem Kampf. Jetzt hätte ich wieder die Chance, ist aber sehr riskant. Pichu, melde dich gleich bitte wieder bei mir. Wow, ich dachte, mich erwischt. Ach, ja, natürlich muss dein Schutzschild sofort widerrufen, wenn hier wieder freie Bahn ist. Ach nee, ich glaube, das wird so eine Folge, die 25 Minuten geht. Ist jetzt einfach mal meine Einschätzung. So, jetzt hau wieder auf den Putz, Pichu.
Du kannst ruhig öfters kommen. Ja, das geht jetzt so teilweise daneben, leider. Ja, jetzt sind die Schutzschilde weg, jetzt holt er sich die anderen Schutzschilde. Ach, zu riskant. Jetzt hatte ich die Chance und dann werde ich wieder abgebrochen, weil ich den berühre. Ey. Oh, das Problem ist halt, dass oben die Leiste immer sinkt. Wie schon so oft erwähnt. Und dadurch zieht sich der Kampf so ein bisschen. Keine Partner-Pokémon, keine Pokémon, die meine Leben auffüllen können. Einfach gar nichts. Tote Hose. Aber Pichu ist wieder da. Ja, natürlich. Habt ihr, aber das ist doch, das sieht man, ja? Das sieht man doch. Immer wenn ich die Chance hab, nö, dann muss er jetzt, wow, wow, wow. Schaut mal, wie viel Schaden. Eine Kreisbewegung und ich besiege Metagross. Nein! Oh, 1 KP! 1 KP hab ich noch! Oh, 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 sorry. For Party Rockin'. Ey, schlag mich doch. Metagross. Nein! Ja! Ich dachte, ich berühre jetzt was. 1 KP. Ich hatte die Chance und ich verkacke die Chance. Jetzt hat er wieder so viel. Pichu! Meld dich mal bei mir. Ey, diese Spukball-Schutzschilder, ey, die sind so nervig. Pichu! Pichu, bitte! Meld dich doch mal bei mir. Der Schutzschilder, immer wenn er frei ist, holt er sich die Schutzschilder. Ey, das ist schon wieder fast die Hälfte. Ey. Es macht eigentlich schon fast keinen Sinn. Nein! Ich hab versehentlich woanders hingeklickt und nicht auf Pichu. Nein! Leute, wir machen Cut in der nächsten Folge. Sehen wir uns genau an dieser gleichen Stelle wieder. Ich besiege dann kurz die Nepper, sodass wir sofort mit Metagross in den Kampf starten. Och, schade. Ich dachte, wir schaffen das noch. Tut mir leid. Bis zur nächsten Folge. Pipi-Strahl vom Dixie-Klo. Woo!